Hallo meine Lieben, also ich bin heute etwas in Videostimmung oder in Laune zu erzählen und da habe ich mir gedacht, ich erzähle euch eine Geschichte, die mit diesem Schneckenmädchen zu tun hat. Eine wahre. Also meine Schwester ist jünger wie ich und sie ist Germanistin und unterrichtet Deutsch in einem Gymnasium. Unter anderem hat sie eine, wie sieht man dazu, Klasse kriegt zu betreuen vom Anfang bis zum Ende. Also sie ist Klassenvorstand war und natürlich unterrichtet sie dann Deutsch in ihrem Fach. Und ganz nett, das ist jetzt ein paar Jahre her, da hat sie mich gefragt, kann ich denn deine Geschichte nehmen als Bild und Anfang für die Klasse, damit sie quasi ein Märchen draus machen. Frei, was sie bringen. Also meins war noch nicht da, meins war noch nicht heraußen, aber sie wusste von diesem Buch und hat mich gefragt, kann ich es verwenden für eine Schularbeit? Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mich unfassbar gefreut darüber, dass sie das verwendet hat.